Ich habe eine Kerze angezündet. Warum? Weil jetzt etwas Tolles beginnt, und zwar der Tag, den wir aus der Bibel als Sabbat kennen. Willkommen zu Shabbat Shalom, unserer kurzen Gedenkzeit zum Beginn des Sabbats. Dieser Tag ist als ein Zeichen der besonderen Nähe gedacht, des Kontaktes mit Gott. Er erinnert uns daran, dass da ein liebevoller Vater auf uns wartet und Zeit mit uns verbringen möchte. Das hat sich seit Menschengedenken nicht geändert. Denn nur wenn man Zeit miteinander verbringt, können Beziehungen entstehen und wachsen. Wir als Menschen sind so angelegt, dass wir die Beziehung, den Kontakt zu anderen suchen, und zwar von der ersten Minute an. Stellen Sie sich vor, ein Kind erblickt das Licht der Welt. Es kommt zur Welt. Oder sollte man sagen, die Welt kommt zu ihm? Mamas Bauch war 38 Wochen sein Zuhause. Hier konnte das kleine Wesen geschützt, versorgt und abgeschirmt heranreifen. Und danach beginnt eine rasante Entwicklung. Schauen Sie mal, was Carlos Angela mir für ein Video geschickt hat. Schon nach der ersten Schwangerschaftswoche begann sich das Nervensystem des kleinen Menschen auszubilden. Nach 10 Wochen waren alle Organe angelegt und entschieden, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Von da an galt es nur noch zu wachsen und zu reifen für den großen Zeitpunkt der Geburt. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist es in der Regel auch bereit für das Leben. Nun gilt es, zu atmen, zu essen, zu verdauen und das Leben zu entdecken. Und womit beginnt der kleine Mensch in dieser riesengroßen Welt? Mit der Bindung an die Mutter. Mit einem riesigen Interesse an Menschen, Gesichtern, Augen, Mündern, Stimmen, Haut und Händen. Sind die Beziehungen aufgebaut, kann die Welt erobert werden. Wie fühlt es sich an, nackt im Wasser zu strampeln? Was für ein kleines gelbes Ding schwimmt da neben mir? Was macht das Wasser, wenn ich mit den Händchen draufhaue? Die Welt ist voll mit 1000 Wundern. Ganz klar, dass das Kind jede neu gewonnene Fähigkeit einsetzt, um noch mehr zu erforschen. Kinder sind unglaublich aktiv und steuern ihre Entwicklung. Sie zeigen, was sie brauchen. Sie entwickeln Vorlieben, zeigen spezielle Interessen, holen sich genau das heran, was sie gerade spannend finden, oder machen sich zielsicher auf den Weg. Die meisten Eltern beobachten staunend, wie es Tag für Tag vorangeht. Für jeden Entwicklungsschritt gibt es einen richtigen Zeitpunkt. Kinder sitzen, krabbeln, stehen und laufen, wenn es soweit ist. Sie sitzen stolz auf ihrem Stuhl und fühlen sich riesig. Sie sehen die offenen Arme von Mama und wagen es, eine gewaltig hohe Rutsche zu testen. Und weil das so gut geklappt hat, könnte man ja auch dieses Schaukelding in Angriff nehmen. So geht es Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Weiter, höher, besser, klüger, wissender, fähiger, selbstständiger. Begonnen hat es ganz klein. Mit 2 Zellen im Mutterleib. An dieses Beispiel knüpft Gott bewusst an, wenn er sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Erlauben Sie, dass ich nun ein kurzes Gebet spreche. Lieber Gott, wir sehen, dass wir wunderbar gemacht sind. Es ist großartig, wie wir heranwachsen, auch wie wir entstehen. Ein Wunder. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass wir an deine Schöpfung, an diesem besonderen Tag denken dürfen. Amen. Ich finde diese Bilder beeindruckend. So zart und so klein und so zielbewusst der Zukunft zugewandt. Ein echtes Wunder. Was hat sich Gott da nur Tolles ausgedacht? Entwicklung ist ein göttliches Programm, ein Geschenk direkt aus dem Paradies. Und denken Sie daran, wir entwickeln uns ein ganzes Leben lang. Sie sind immer noch dabei, auch mit 40 oder 60 Jahren.
Vielleicht geht es in der zweiten Lebenshälfte nicht mehr so sehr um das Weiter, Höher, Besser, Klüger, sondern vielleicht eher um das Weiser, Toleranter, Barmherziger. Auch das ist Entwicklung. Wenn Sie jetzt als Familie zusammen sind, dann könnten Sie das Namensspiel machen, denn jeder Mensch hat einen Namen, mit dem er sich identifiziert. Das Spiel geht so. Einer sagt für sich ganz still das Alphabet auf. Ein anderer ruft Stopp. Der Alphabetaufsager nennt den Buchstaben, bei dem er gerade war. Und nun dürfen alle, die diesen Buchstaben in ihrem Namen haben, den Buchstaben aufschreiben. Weiter geht's, bis einer seinen ganzen Namen zusammen hat. Der hat gewonnen. Viel Freude dabei. Und nun wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sabbat.